Es kann schwer sein, sich einzugestehen, dass man Tisch und Bett mit dem falschen Menschen teilt. Vielleicht war am Anfang alles ganz wunderbar. Nach ein paar Monaten oder auch Jahren schlichen sich immer mehr Dinge ein, die eigentlich nicht schön sind. Solltest du doch besser wieder alleine sein? Im heutigen Video stellen wir dir 6 Gründe vor, warum genau das zu deinem Vorteil sein kann. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Erstens, du kannst endlich wieder machen, was du willst. Vor allem nach einer langjährigen Partnerschaft kann Unabhängigkeit zunächst wie eine Bedrohung wirken. Der Gewohnheitsmensch in dir muss sich nach einer Trennung ändern. Doch genau das kann sehr erfrischend und belebend sein. Wenn du in einer Beziehung lebst, die dich nicht glücklich macht, bist du wahrscheinlich schon zu lange zu viele Kompromisse eingegangen. Es ist typisch für non-funktionale Beziehungen, dass einer ständig nachgibt. Selbst wenn dir die Routine Sicherheit gegeben hat, war da bestimmt auch immer noch eine andere Person in dir. Finde den Teil in dir, den du so lange unterdrückt hast. Stell dir vor, wie es wäre, abends um 23 Uhr einfach nochmal aus dem Haus zu gehen. Du drehst eine Runde durch den Park, gehst ein Glas Rotwein mit Freunden trinken oder schaust dir spontan einen Film im Kino an. Action oder Romantik? Du kannst dir aussuchen, was du möchtest, dich umentscheiden, wie du willst und wenn du genug hast, gehst du einfach nach Hause. Die Wohnung ist seit Tagen nicht mehr aufgeräumt? Kein Problem, du kannst dich endlich mal wieder so richtig gehen lassen. Keine Rechenschaft mehr abgeben, keine Fragen beantworten, keine Diskussionen. Stattdessen Freiheit pur. Zweitens, du kommst endlich zuerst. Du bist seit Jahren von Beziehung zu Beziehung gegangen. Doch keine hat dich wirklich erfüllt. Die Namen änderten sich, die Probleme blieben dieselben. Immer wieder hast du alles getan, um die Sache am Laufen zu halten. Es scheint wie verhext. Jetzt steht deine Beziehung schon wieder kurz vor dem Aus. Du überlegst, dieses Mal wirklich standhaft zu bleiben und dich eine Zeit lang nur noch um dich selbst zu kümmern. Das würde dir auf jeden Fall gut tun. Vor allem Frauen und hochsensible Menschen neigen dazu, mehr in das Gegenüber zu investieren als in sich selbst. Du musst den Denkfehler dahinter erkennen. Du wirst nicht glücklicher dadurch, dass dein Partner oder deine Partnerin glücklich ist. Vermutlich hat dein Partner schon zu lange von deiner Kraft profitiert. Nach einer Trennung kannst du lernen, dich selbst endlich an die Spitze deines Lebens zu stellen. Das ist für Menschen, die gewohnt sind, zu viel zu geben, überlebensnotwendig. Drittens, du kannst die Basis für ein wahrhaft glückliches Leben schaffen. Bedenke gut, du hast nur dieses eine Leben. Willst du es wirklich mit einem unpassenden Partner teilen? Glück liegt in so viel mehr Dingen verborgen als nur in Liebesbeziehungen. Etliche östliche Weisheitslehren sagen sogar, dass genau darin der größte Fehler der Menschen liege. Wir können Glück nicht in der Liebe suchen. Wir können auch die Liebe selbst nicht suchen. Sie ist und kommt von alleine zu uns, wenn wir uns selbst lieben und gut um uns kümmern. An der Seite eines Mannes oder einer Frau, die dir das Leben schwer machen, kannst du dies sicher nicht. Ungute Partnerschaften ziehen dir in der Regel die ganze Kraft ab. Wahrscheinlich hast du Leidenschaften und Hobbys, die dich früher fröhlich machten, schon längst aufgegeben. Und wann hast du das letzte Mal so gelacht, dass dir der Bauch wehtat? Du wirst erst wieder herausfinden können, wer du eigentlich bist und was du willst, wenn du alleine bist. Warst du bisher süchtig nach Beziehungen und Liebe, kannst du endlich lernen, dass sich wahre Gefühle und Glück ganz anders anfühlen, als du bisher dachtest. Viertens, Selbstreflexion bringt dich weiter. Während du in der Partnerschaft mit einem unpassenden Menschen steckst, nimmst du dich selbst nicht mehr richtig wahr. Deine eigentlichen Emotionen und Gefühle liegen unter Vernunft, Ängsten und gesellschaftlichen Normen verborgen. Nach einer Trennung entsteht immer eine Leere. In dieser zeigen sich deine unterdrückten Emotionen und Persönlichkeitsanteile. Genau vor dieser Phase haben viele unglücklich verliebte Menschen Angst. Sie sind plötzlich gnadenlos mit sich selbst konfrontiert.
gehst du bewusst durch eine Trennung und das Alleinesein, kannst du deine Probleme mit Partnerschaft und Nähe gründlich aufarbeiten. Das sind die besten Voraussetzungen, später doch noch der Liebe deines Lebens zu begegnen. Fünftens. Neue Bekanntschaften werden dich verändern. In den non-funktionalen Liebesbeziehungen passt meistens auch das soziale Umfeld nicht. Vermutlich mochtest du seine bzw. ihre Freunde nicht, sonderlich und umgekehrt. Vielleicht hast du Menschen vernachlässigt, die sich um dich gesorgt haben, oder aber du bist aus sozialer Einsamkeit überhaupt erst in diese belastende Beziehung hineingerutscht. Nach einer Trennung hast du Zeit und Freiraum, neue Menschen zu treffen. Du kannst auch alte Bekanntschaften aktivieren. Das solltest du aber nur tun, wenn du den Kontakt von Herzen möchtest. Du kannst dich völlig neu erfinden und überlegen, unter welchen Menschen du dich sehen möchtest. Wenn du damit Probleme hast, kannst du die Hilfe von Selbsterfahrungsgruppen oder Persönlichkeitscoaches in Anspruch nehmen. Ein neues Umfeld und neue Menschen können wahre Wunder bewirken. Sechstens. Du kannst die Liebe ganz neu ausprobieren. Du kannst eigentlich nur eines falsch machen. Nach einer misslungenen und kräftezehrenden Partnerschaft sofort die nächste einzugehen. Das bedeutet nicht, dass die Liebe oder Flirts aus deinem Leben verschwinden müssen. Du kannst sogar daten, was das Zeug hält. Nur lasse dich nicht mehr vorschnell fest mit einem Partner ein oder versuche um Teufel komm raus Bindung herzustellen. Vielleicht bemerkst du, dass du zunächst immer wieder an genau dieselben Typen gerätst. Es zieht dich magisch zu den großen blonden Frauen oder zu Männern mit dieser bestimmten Tonlage. Finde heraus, was es ist. Du wirst eine wahre Schatztruhe an Falsch finden. Vielleicht brauchst du Monate, vielleicht auch Jahre, bis du endlich richtig liegst. Die meisten Menschen mit einem Händchen für falsche Partner folgen unbewussten Prägungen. Mit offenen Augen und einer Portion Selbstkritik kannst du dein Beuteschema und deine Schwächen herausfinden. Entscheide dich eines Tages einfach anders. Vielleicht hast du nach ein paar Monaten auch genug vom Dating und genießt es dann, endlich nur noch für dich selbst da zu sein. Unser kurzes Fazit: Alleine sein und Single sein wird in unserer Gesellschaft immer noch mit Einsamkeit gleichgesetzt. Doch das muss nicht sein. Wenn du die Trennung einmal durchgezogen hast, wirst du mit der Zeit feststellen, dass du mit dem oder der Falschen an deiner Seite in Wahrheit einsamer warst als mit dir alleine. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.